vielen Häusern und Wohnungen wird das Geld achtlos beim Fenster hinausgeworfen. Dabei kann jeder durch kleine Eingriffe aktiv zum Klimaschutz beitragen und sein eigenes Sparschwein füttern. Claudia zeigt ihrer Familie, worauf es beim Energiesparen ankommt. Claudia verwöhnt ihre Familie gerne mit einem guten Essen. Sie weiß, dass gerade in der Küche Energie gespart werden kann. Sie hat bereits beim Einrichten darauf geachtet, energiesparende A++-Geräte zu kaufen. Diese haben den niedrigsten Energieverbrauch und sparen so bis zu 24 Euro im Jahr und sogar 51 Kilo CO2. Wichtig ist auch der richtige Platz. In der Nähe des Herdes oder vor der Heizung hat der Kühlschrank nichts verloren. Dort kommt er nur ins Schwitzen und braucht unnötig mehr Energie. Claudia achtet auch darauf, dass im Inneren die Temperatur immer zwischen 5 und 8 Grad Celsius liegt und kontrolliert regelmäßig die Dichtungen des Kühlschranks. Das spart zusätzlich 10 Euro pro Jahr und 22 Kilogramm CO2. Neulich hat Tochter Lisa gekocht. Oma Monika hat ihr gezeigt, wie sie auch dabei Energie sparen kann. Lisa achtet nun darauf, dass die Topfgröße der Herdplatte entspricht. Ist der Topf nur einen Zentimeter kleiner, geht dadurch fast ein Drittel der Energie verloren. Oma sagt immer, für jeden Topf gibt es den richtigen Deckel. Das ist auch in der Küche so und daher darf er beim Kochen nicht fehlen. So können weitere 20 Euro pro Jahr und 44 Kilo CO2 eingespart werden. Wenn einmal etwas übrig bleibt, weiß Oma Monika, Speisen auskühlen lassen und dann erst in den Kühlschrank. Denn das spart zusätzlich Energie und hält die Lebensmittel länger frisch. Sogar beim Saubermachen kann man sparen. Händisches Vorspülen unter fließendem Wasser ist in einer modernen Küche nicht mehr nötig. Es reicht, Speisereste vom Geschirr zu entfernen und kaum verschmutzte Teller im Geschirrspüler bei nur 50 Grad zu spülen. Eingeschalten wird er aber erst, wenn er voll ist. Thomas braucht dringend frische Hemden. Auch beim Wäschewaschen hat Claudia einige gute Energiespartipps. Normal verschmutzte Wäsche reicht es bei 40 Grad zu waschen. Vorwäsche und Kochwäsche sind nur bei starker Verschmutzung oder für Tischwäsche nötig. Die geringere Temperatur spart 17 Euro pro Jahr und 37 Kilo CO2. Und auch für die Waschmaschine gilt, voll beladen ist energiesparender. Wäschetrockner sind wahre Energiefresser und machen rund 10% des gesamten Stromverbrauches aus. Die Wäsche trocknet aber auch auf einem Wäscheständer und das ganz ohne Energie. So können im eigenen Haushalt weitere 92 Euro pro Jahr und 200 Kilogramm CO2 eingespart werden. Philipp hat noch einen Extra-Tipp für den Winter. Wer energiesparend heizen will, sollte vor dem Beginn der Heizperiode gewissenhaft alle Heizkörper entlüften. Das steigert die Heizleistung und spart 100 Euro und 572 Kilo CO2. Das sorgt außerdem für entspannte und gemütliche Abende auf der Couch. Und die steht natürlich nicht vor dem Heizkörper. Mehr Informationen zum Thema Geld sparen und die Umwelt schonen finden Sie unter meingeld.bankaustria.at.